Ja, sehr groß. Er ging dann nach Saisonende relativ fix und ja, so langsam ist auch der Alltag wieder eingekehrt nach einer Woche Training, nach einer anstrengenden Einheit jetzt. Aber klar, die Freude ist da. Intensiv, wie man das kennt. Gerade die erste Woche, da muss man sich aber auch erstmal wieder an den Ball gewöhnen. Das Testspiel hat gezeigt, ja, dass wir gut gearbeitet haben. Und ja, jetzt kriegen wir die Woche noch rum hier mit dem Spiel gegen FC Bocholt. Und dann freuen wir uns aufs Trainingslager, wo wir die Neuen dann auch gut integrieren können. Ja, ich mache einen guten Eindruck. Ein guter Typ, wie man so schön sagt. Habe ja auch schon einige Duelle gegen sie gehabt. Kenne auch den deutschen Fußball. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch einfach bei uns dann, sich schnell zurechtzufinden. Ja, ihr habt da gerade gesehen, dass er gerade hier eine super Einheit absolviert hat auf dem Platz. Er hat auch gut gearbeitet im Sommer. Ja, ist ein Thema sicherlich, das in den Medien so rumläuft. Bin mal gespannt, was da passiert, aber klar spiele ich sehr, sehr gerne mit Marius zusammen. Ja, wir versuchen natürlich alles in der Kabine. Er hätte, glaube ich, in den letzten zwei Jahren richtig Gas gegeben hier. Einen großen Anteil auch, dass hier auch so eine positive Stimmung herrscht. Weil er uns am Leben gehalten hat, gerade mit wichtigen Toren in der Rückrunde. Ja, leider haben wir es am Ende nicht geschafft, aber klar, jetzt sind wir auch gespannt, was passiert. Ja, wenn ich an vor zwei Jahren zurückdenke, da waren mehr so Fragezeichen in den Gesichtern, gerade bei den Leuten. Aber jetzt ja, haben wir hier schon ordentlich was entwickelt, gerade auch durch das letzte Jahr, wie wir dann nochmal gefightet haben. Zusammen und ja, schwierig von der Euphorie zu sprechen nach dem Abstieg, aber nee, die Fans haben uns das irgendwo auch verziehen, den Abstieg. Und wenn man dann sieht, die Dauerkartenverkäufe gehen hoch, die Testspiele sind immer restlos ausverkauft, ja, es macht unglaublich Spaß. Und man sieht das auch beim öffentlichen Training, wie viele Leute dann auch kommen. Das ist das Schöne, gerade bei so einem Verein wie Schalke, je schlechter es dann läuft, desto mehr steht man zusammen. Das merkt man hier ganz besonders. Ja, sehr einfallsreich von der DFL. nee, das war schon ein kleiner Wunsch von mir. Ich habe da auch ein Jahr gespielt, leider ohne Fans im Volksparkstadion. Und da jetzt zurückzukehren, gerade am ersten Spieltag im zweiten Jahr, war ich leider auch verletzt. Deshalb ist es meine erste Rückkehr nach Hamburg. Ja, ist ein Riesenverein, zwei Traditionsvereine, die aufeinandertreffen, Freitagabend unter Flutlicht. Ja, da können die Fans sich drauf freuen und wir als Mannschaft sicherlich auch. Wenn Sie Trainer wären, was würden Sie denn machen? Ich würde alles versuchen, natürlich. Okay. Ja, lass mal so stehen. Ja, ich glaube, gerade zum Ende der Saison habe ich auch viele Spiele von Anfang an gemacht und so habe ich die Saison beendet. Und deshalb ist es schön, dass ich jetzt hier wieder stehen darf und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, den Vorteil nehme ich gerne mit. Ich glaube, ich habe viele Tore auch so erzielt, als den VAR noch, als es den noch nicht gab, habe davon profitiert. Sicherlich wurden mir auch ein, zwei Tore jetzt zurückgenommen, aber die Regelung können wir gerne einführen und wäre auf jeden Fall dafür. Ja, habe ich ja schon geäußert, dass im April sicherlich da Spekulationen aufgekommen sind, ob jetzt medial, aber auch bei mir persönlich, da macht man sich viele Gedanken und dann hat man vielleicht auch nicht so den Kopf frei. Und ich habe damals die Entscheidung so für mich getroffen, um auch den Druck
komplett rauszunehmen, wollte mich voll auf den Klassenerhalt konzentrieren und ja, das ist für mich total aufgegangen, weil bei mir ist es halt eine besondere Personalie, sage ich mal, und konnte mich dann komplett auf Fußball konzentrieren, habe viele Spiele gemacht, habe Tore geschossen, konnte der Mannschaft von Anfang an helfen, deshalb ist alles aufgegangen, so wie ich mir das gewünscht habe. Das ganze Mediale war dann kaltgestellt und das war für mich auch mal eine schöne Erfahrung, das so zu erleben, mich voll damit identifizieren, mit dem Klassenerhalt. Das war auch echt emotional, hat man ja gesehen die letzten Wochen, was da so abgegangen ist zwischen Fans und Mannschaft. Ja, und leider haben wir das dann in Leipzig nicht geschafft. Und ja, dann habe ich schon gemerkt, dass sich sehr, sehr viele auch freuen würden, wenn ich hier weiter Fußball spielen würde. Das erlebt man auch nicht alle Tage, bin ich auch ganz ehrlich. Was ich dann für den Zuspruch auch von dem Umfeld sowieso, aber auch von den Menschen hier, die hier arbeiten, bekommen habe, das war sensationell. Und entscheidend war sicherlich das Trainergespräch, weil mit dem arbeite ich jeden Tag auf dem Platz. Und wenn der dir sagt, der will dich unbedingt behalten, dann war das letzte Stückchen so, wo ich gesagt habe, ja, dann mache ich das natürlich sofort. Ja, viele Vereine, die den Anspruch haben, aufzusteigen. Wenn ich an St. Pauli denke, HSV, Hertha BSC Berlin, da sind schon einige Mannschaften. Und das ist ja, habe ich auch schon oft betont, in der zweiten Liga gibt es halt keine Euroleague, keine Champions League, sondern da sind die ersten beiden Plätze interessant, vielleicht der Relegationsplatz noch. Und es gibt vielleicht 3-4 Mannschaften, die sagen von Anfang an, die wollen gegen für den Klassenerhalt spielen, aber die anderen, ja, es bringt mir nichts, wenn ich am Ende 8er, 9er werde. Sondern da gucken alle schon nach oben. Das weiß ich auch aus internen Kreisen. Da hat jeder irgendwo den Anspruch auch und den Wunsch auch aufzusteigen. Ja, man sieht ja auf dem Platz, dass er eine ähnliche Statur hat wie ich. Deswegen schaut man da schon mal genauer hin. Ist ein guter Junge, der eine gute Entwicklung gemacht hat unter Norbert Elgert, der auch in der deutschen Nationalmannschaft gut getroffen hat. Und sicherlich hat man da, oder versucht man immer wieder ihn zur Seite zu nehmen, unterhält sich viel mit ihm und er ist wissbegierig und ja, kann sicherlich auch viel lernen von uns. Ja, da habe ich ein Jahr gespielt. Es werden viele Freunde und Bekannte kommen. Waren ja auch schnell ausverkauft. Das war ausverkauft, das Spiel. Habe ich sogar ein Jahr gespielt als in der D-Jugend damals. Bin da geboren, obwohl ich auch mehr Bezug habe zum SV Krechting, der noch ein kleiner Verein da im Kreis Borken ist. Aber klar, das wird ein besonderes Spiel für mich. Und ist auch mal was Neues, da aufzulaufen. Ja, ich kenne es nicht anders. Ich habe es vor 2 Jahren haben wir das Ziel auch. Weiß nicht intern, aber ich glaube, wenn man in der zweiten Liga antritt, gerade als Schalke 04, dann hat man auch den Anspruch aufzusteigen. Da ist jetzt nicht mehr oder weniger Druck, das wird man eh alle 2 Wochen hier merken vor ausverkauftem Haus. Da kann man sich auch nicht vor verstecken, sondern für mich ist das immer positiver Druck und ich bin froh, dass ich mich da Woche für Woche auch messen kann.